In 30 Jahren habe ich nicht gelernt, schlechte Nachrichten zu überbringen. Mir wird jetzt noch flau im Magen. Also das machst du, Robert. Ich mach schon, Chef. Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Ja. Schatz, wem wollen Sie denn? Hier ist bei Dr. Steiner. Dr. Steiner ist nicht da. Ich bin die Wirtschafterin. Ja, wir kommen ja gerade von Dr. Steiner. Er ist tot. Was? Ja, so hätte ich es auch sagen können. Was ist denn? Wirklich sehr schon bei die Wirtschafterin. Ist ja nicht verheiratet mit ihm. Tot? Dr. Steiner? Ja, es tut uns leid, ja. Ja, wie ist denn das passiert? Mit dem Auto, was? Nein, er wurde... Willst du das nicht sagen? Er wurde... erschossen. Erschossen? Ich verstehe nicht. Was heißt denn erschossen? Ermordet? Erschossen, haben Sie gesagt. Ja. Erschossen im Straßengraben. Ja. Und erschossen? Das ist ja unglaublich. Entsetzlich. Was ist passiert? Er ist tot? Erschossen? Nein, sie wurde erschossen. Ja, ihre Tochter wurde erschossen. Von der anderen Seite der Isar. Erschossen. Wer sind Sie denn? Das ist mein Vater. Man hat ihn erschossen. Jemand hat 4 oder 5 Mal auf ihn geschossen. Wir wissen noch nicht, wer. 4 oder 5 Mal. Warum hat er denn die Augen zu? Weil er tot ist, Bieber. Hugo. Wie sieht denn der aus? Ist der tot? Ja. Ja, den kenne ich. Den habe ich vor ein paar Tagen wieder entlaust. Was ist denn mit ihm? Ist er tot? Ja, er ist erschossen worden. Wollen Sie es ihr sagen? Wo ist Vater? Ihr Vater ist erschossen worden. Er ist tot. Komm, Annie. Es ist ihm nämlich etwas aufgefallen an Ihrem Verhalten. An meinem Verhalten? Ja. Ich meine, normalerweise hätten Sie fragen müssen, was ist mit meinem Vater? Aber ich habe nicht die geringste Angst bei Ihnen gesehen. Ich verstehe Sie nicht. Ich hatte plötzlich den Eindruck, als sei etwas passiert, das Sie erwartet haben. Ich meine, Sie waren interessiert, aber Sie waren nicht beunruhigt. Aber das ist doch alles Unsinn. Nein, sie ist tot. Sie ist ermordet worden. Naja, irgendein Ende musste das ja nehmen. Eva Tam ist ermordet worden. Ermordet? Ihr Mann, Frau Kemp, ist tot. Tot. Er ist ermordet worden. Was denn passiert? Ihr Mann ist ermordet worden. Ja, aber bei uns geht es ein bisschen lässiger zu, nicht? Also nicht so förmlich. Wir haben hier mehr einen familiären Ton, würde ich sagen, nicht? Ihr Schwager ist heute Morgen ermordet worden. Ihr Schwager ist heute Morgen ermordet worden. Was sagen Sie, um Himmels Willen? Er wurde auf dem Steg seines Bootshauses am Starnberger See erschossen. Ist es wahr? Erschossen? Ja. Dr. Trotha ist tot. Dr. Trotha? Was heißt tot? Unmöglich. Dieser Mann ist unsterblich. Trotzdem wurde er ermordet. Sagten Sie ermordet? Ja, er ist erschossen worden, heute Morgen gegen 4 Uhr. Das ist Polizei, Dana. Sie sagen, dass Bassek heute Nacht ermordet worden ist. Bassek? Erschossen. Sie sagten doch erschossen. Mario Bassek ist heute Nacht ermordet worden. Bassek? Sagten Sie ermordet? Ja, er ist erschossen worden, heute Morgen gegen 4 Uhr. Bassek? Erschossen.
Ja. Durch einen Schuss in die Brust. Sie sagten doch erschossen. Nein. Was sagst du dazu? Er kam in seine Wohnung, machte sich einen Drink und wurde erschossen. Was sagst du dazu? Nichts. Nichts? Nichts. Ja, und mein Schwager, hat er nichts gesagt? Auch nichts. Nichts? Nichts. Na, hören Sie mal, nichts. Nein. Hat der Taxifahrer denn nichts bemerkt? Er starb an einer Verletzung, die er bekommen hatte, an einem Messerstich in den Rücken. Messer? Moment mal, Messer? Ja, genau das tat er. Wo war das? In der Gollierstraße. Was hat er denn da gemacht? Nichts. Wie kommt er da hin? Ja, wissen Sie es nicht? Nein. Nein? Nein. Sie sehen doch nein! Wieso sehe ich nein? Herr Kommissar, Sie sehen uns entsetzt und fassungslos. Ja, das kann ich verstehen. Ich kann mich an deinen Beruf nicht gewöhnen. Aber das verlangt doch auch niemand, Mutter. Wenn Erwin anruft, ich bin schon unterwegs. Weil du nur Negatives erlebst. Die Wirklichkeit, Mutter, nur die Wirklichkeit. Wisch dich wenigstens erst ab. Was? Ah, hier.